Denkt man an Themen wie Familie und Beruf oder den Meisterbrief, so führt kein Weg am Handwerk vorbei. Denn viele Unternehmen sind Familienbetriebe, die von Handwerksmeistern geführt werden. Um die Verbindung von Familie, Beruf und Meisterbrief geht es heute auf eine ganz spezielle Art. Denn mit der Veranstaltung Potenziale nutzen, gesund und familienbewusst führen bei der Koblenzer AOK wurden speziell Führungskräfte als Schaltstelle im Unternehmen angesprochen, die Bereiche Gesundheit, Familie und Beruf zu analysieren und gegebenenfalls zu optimieren. Für das Handwerk brachte HWK-Präsident Werner Wittlich Erfahrungen in die Veranstaltung ein und informierte die rund 200 Teilnehmer. Ob und wie gut Handwerksbetriebe gesund arbeiten, das weiß AOK-Vorstand Jupp Weißmüller. Es gibt viele Beispiele, wo das in Betrieben schon verinnerlicht und durchgeführt ist. Ja, wir haben zum Beispiel unsere AOK-Betriebsberater, die vor Ort tätig sind und sich sehr konkret einzelne Arbeitsplätze anschauen, dann dort auch unter ergonomischen Gesichtspunkten, unter Arbeitsablauf-Gesichtspunkten versuchen zu optimieren, auch sehr einfache Hilfestellungen den Beschäftigten zu geben, zum Beispiel beim Tragen und Heben. Also an diesen Arbeitsplätzen, wo richtig malocht wird, möchte ich mal behaupten, ist das Thema Gesundheitsförderung schon in vielen Betrieben aktuell. Weil da auch die Verbindung zwischen dem, was ich da jetzt tue und zum Beispiel Beschwerden im Rücken, ziemlich klar ist. Und auch bei der optimalen Verbindung von Beruf und Familie schneidet das Handwerk gut ab. Wir haben im Audit Beruf und Familie einige Handwerksbetriebe zertifiziert und können da feststellen, dass das vielfach ja Familienbetriebe schon aus sich heraus sind, manchmal schon in der zweiten, dritten Generation, dass ein gewisses Verständnis, eine gewisse Sorge für die Mitarbeiter da ist und auch eine große Offenheit und großes Wissen darum, wie die familiären Verhältnisse der Mitarbeiter sind. Die Familie als Rückgrat eines Handwerksbetriebes ist sicher ein Faktor dafür, dass Handwerksbetriebe über Generationen erfolgreich agieren. Dabei spielt natürlich auch die Meisterausbildung eine wichtige Rolle und damit zur Altmeisterfeier der Handwerkskammer Koblenz, in deren Rahmen die Handwerker ihre goldenen Meisterbriefe erhielten, die vor 50 Jahren ihre Meisterprüfung abgelegt haben. Ein halbes Jahrhundert Meistererfahrung brachte jeder einzelne von ihnen mit und so kamen sagenhafte 6000 Meisterjahre zusammen. Die Handwerkskammer Koblenz lud die Altmeister und ihre Familien in die Kulturhalle nach Ochtendung ein. Im Rahmen der Feier überreichte HWK-Präsident Werner Wittlich jedem Einzelnen der 120 Altmeister persönlich den goldenen Meisterbrief. Auch das, wie die Feier selbst, ein Zeichen für Lob und Anerkennung für das Geleistete der Handwerker des Meisterjahrgangs 1960. Neben den goldenen gab es auch zwei diamantene Meisterbriefe, die 1950, also vor 60 Jahren, errungen wurden. Diese goldenen und diamantenen Handwerksmeister haben Wirtschaftsgeschichte geschrieben und ihren Beitrag für das Handwerk geleistet. In den Unternehmen, im Ehrenamt oder bei der Ausbildung der nächsten Handwerkergeneration. Für die Handwerkskammer Koblenz eine Feier, die man gerne ausrichtet. Ja, wenn man sieht, wie die Menschen, die vor 50 Jahren ihre Meisterprüfung abgelegt haben, heute mit Freude den goldenen Meisterbrief entgegennehmen, dann berührt einen das schon. Es ist ja zwei Generationen Handwerk, die sie hinter sich haben. Ich denke, das ist schon was ganz Besonderes und die Meisterinnen und Meister von 1960 haben das wohl verdient, dass ihre Kammer, wenn ich das mal so sagen darf, ihnen ein kleines Fest gibt oder widmet und dann auch die goldenen Meisterbriefe überreicht. Aber ich denke, das ist schon ganz wichtig, dass man eine Generation ehrt, die über Jahrzehnte in Ehrenämtern beschäftigt waren, die über Jahrzehnte Leute, Jugendliche ausgebildet haben, die das Handwerk weiter nach vorne getragen haben, die die Selbstverwaltung im Handwerk unterstützt haben. Von daher halte ich das auch für eine ganz große Vorbildfunktion. Für die Altmeister war es ein Tag der Erinnerungen, aber auch des Wiedersehens mit den Meisterschülern 1960. Beim Blick zurück empfindet man eigentlich Stolz und auch denken, es war für unser Leben ausschlaggebend, dass wir im Beruf diese Auszeichnung haben. Ne? Sich erinnern und die vergangenen Jahre Revue passieren lassen, auch das macht diese Altmeisterfeier aus, die sehr gut ankam. Also es war sehr schön, vor allen Dingen war es lang nicht so aufregend, wie die Meisterprüfung vor 50 Jahren zu machen. Strahlende Gesichter überall. Was die Frage an HWK-Präsident Werner Wittlich einschließt, welche Emotionen er bei der Überreichung der goldenen Meisterbriefe erlebte.
Manche sind so gerührt, dass sie kaum ein Wort rausbringen, aber alle sind begeistert, dass die Kammer so eine Veranstaltung macht. Und das werden wir auch mit Sicherheit so beibehalten. Ein klares Bekenntnis der Handwerkskammer an ihre goldene Meistergeneration. Und um die Meister von morgen geht es in der nächsten Sendung von HWK TV. Dann berichten wir über den Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks.